SAS hat Angst vor einem Cash-out. Dann geht die Lufthansa weiter mit dem Streichkonzert, macht da quasi jetzt eine dritte Runde. Da ist das schon die vierte Runde. Man vergisst ja auch fast irgendwann mitzuzählen oder kann gar nicht mitzählen. Dann London Heathrow auf Testosteron. Warum? Ganz einfach. Man versuchte, die Passagierzahlen zu limitieren, wie ich berichtet habe. Aber Emirates sagt, nö, interessiert uns nicht. Delta schickt nach London ein Flugzeug, nur um Gepäck abzuholen. Dann haben wir die Verdi, die da so ein bisschen Folklore macht. Heißt also im Prinzip, das Angebot der Lufthansa nicht anerkennt. Jo. Haben wir noch irgendwas? Ja, World of Hyatt Angebot in Las Vegas. Und natürlich DealZone, heute wieder die Lot, damit die Starlines nicht zu kurz kommen. Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. An dieser Stelle wie immer natürlich abonniert den Kanal, macht die Glocke an, lasst uns ein Like da und kommentiert. Seid ihr auf der Suche nach einem Status oder wollt ihr mehr wissen, was ihr mit euren Punkten, Meilen oder so machen könnt, dann unten den Link benutzen, gibt da freie Konsultationen. SAS. Ich hatte ja berichtet gestern, wie viel Geld sie ausgeben. Sie sind so irgendwie bummelig. 10 Millionen Euro, Dollar ist ja mittlerweile nicht mehr so ein Unterschied. Aber die SAS hat jetzt einfach mal ein bisschen Druck aufgebaut. Die Pilotinnen und Piloten der SAS haben ein Video auch rausgegeben, wo sie erklärt haben, worum es geht. Euch kurz nochmal erklärt, es geht darum, dass die Piloten, die aufgrund von Corona entlassen worden sind, eine Rückkehrklausel haben. Das heißt also, sie dürfen zurückkommen, aber die Firma gibt es nicht mehr. Im Prinzip, das ist das, was der Vorstand sagt, weil man hat das Ganze ausgegliedert auf SAS Connect und SAS, wie waren die anderen? Ich hatte schon wieder verdrängt, wie der Name war. Aber auf jeden Fall ist es so, dass diese Firmen ganz einfach damit diese Vereinbarung aushebeln. Und jetzt heute am Donnerstag präsentierte die Airline die Zahlen. Und die möchte ich mit euch einfach mal durchgehen. Der Flug der SAS ist ja jetzt nicht immer so problemlos gewesen in den letzten Zeiten. Und ich hatte euch auch gesagt, wie an den Flughäfen die Zahlen sind prozentual. Bisher sind 2550 Flüge ausgefallen, 270.000 Passagiere betroffen. Heißt also, man zahlt pro Tag zwischen 9,4 und 12,3 Millionen Euro pro Tag. Also ihr könnt so als Daumenwert 10 Millionen rechnen. Und jetzt sagt man einfach, wenn der Arbeitskampf länger dauert, dann hat man Angst vor einem Cash-out, dass man keine Liquidität mehr hat. Man hat einfach gesagt, dass es auch natürlich potenzielle Investoren abschränkt und das Risiko bringt, dass man strategische Vermögenswerte verkaufen muss. Und wenn man sich einfach anguckt, was die Forderung ist der 450 Piloten, da geht es auch um eine Art Lifestyle. Heißt also im Prinzip, es geht sich darum, dass man dich den Damm brechen möchte für dieses Verhalten. Und das kann ich irgendwo verstehen. Versteht ihr das auch, dass wenn man eine Rückkehrvereinbarung hat, die Firma dann irgendwie so einen Trick 17 macht und trotzdem dann den Piloten und Pilotinnen da einen Strick durchdreht, indem sie halt wirklich da unfair spielen. Wir als Passagiere kennen das ja auch. Ich habe gestern noch in der Scandinavian Airlines Gruppe Beiträge gesehen, wo die Passagiere unterrichtet worden sind. Du, also Streik, das ist kein Grund, wo ich Kompensation zahlen muss. Sorry, Streik ist leider keine außerordentliche Geschichte. Aber das sollen Anwälte besser erklären. Ich bin kein Anwalt, aber generell heißt es so, dass ein Streik natürlich nicht so ist, dass wir als Passagiere entscheiden, da ist jetzt ein Streik, sondern es ist einfach so, dass die Fluggesellschaft sich entschieden hat, dieses Angebot der Pilotinnen und Piloten nicht anzunehmen. Also ist es auch deren Entscheidung, dass sie keine Piloten und einen Streik haben. Das so die kurze Form. Die kurze Form, auch wenn es wieder ein ostentatives Atmen war, ist Lufthansa streicht 2000 Flüge. Das ist wie streiken, wenn man die streicht.
Und natürlich hat man halt gesehen, dass die Flüge, die man rausgenommen hat, das waren ja irgendwie 900, 2000, bisschen, 3100, also etwas mehr als 3000 Flüge, dass das nicht ausreicht. Deshalb hat man noch gesagt, dass man bis Donnerstag 770 weitere Verbindungen streicht. Und jetzt kommt noch mal innerhalb der 6 Wochen 2000 Flugabstreichungen dazu. Vor allem die Verkehrsspitzen sind belastet, nachmittags und abends, weil man damit die Rotation des ganzen Tags über nicht so durcheinander bringen möchte und dass am Morgen dann schon alles wieder nicht funktioniert. Und vor allem hat man einfach gesagt, dass die Maschinen halt warten müssen, weil das Gepäck nicht kommt und weil es Gepäckprobleme gibt. Hat ja berichtet von der Iceland Air, die da sogar 2 Loadies nach Amsterdam mitschicken. Des Weiteren ist vor allem, dass man vor allem Verbindungen kurzer Strecken macht. Mario hat ja immer die leidvolle Erfahrung, dass Hannover immer gestrichen ist. Ist halt dumm gelaufen, wenn man halt irgendwo wohnt, wo es halt so ist. Ist ehrlich so. Also es ist jetzt kein dummer Witz. Ich finde es einfach auch merkwürdig, dass es halt nicht nachvollziehbar ist und vorhergesagt werden kann. Und ausgesprochene Ferienziele würden nur in absoluten Notfällen gestrichen. Jetzt sollen wir das einfach mal gucken. Es gab heute übrigens auch eine Pressemitteilung und eine Presse, Konferenz, auf die ich eingeladen war, aber logischerweise kann ich da jetzt leider nicht irgendwie aus Finnland anreisen. Vor allem kriegt ihr die News ja trotzdem durch die Pressemitteilung. Und zwar ist es so, der Frankfurter Flughafen erwartet jetzt den stärksten Tag seit 2019. Warum? Ganz einfach, weil ja in Rheinland-Pfalz und in Hessen, das ist ja Hessen und Rheinland-Pfalz direkt daneben, sind Ferien. Ja, so ist das. Die fangen da an. Und dann rechnet man mit 200.000 Passagieren pro Tag. Das hat die Fraport mitgeteilt. 75% der Vorkrisenniveaus und das Doppelte, das sich der Konkurrent in London Heathrow derzeit zutraut. Denn die wollen ja mit 100.000 kappen. Also insofern Frankfurt immer noch auf Testosteron. Und täglich starten und landen in Frankfurt bis zu 1.250 Flugzeuge mit 285 Reisezielen. Man sagt auch, dass man natürlich mit längeren Wartezeiten rechnen muss. Man sollte so 2,5 Stunden vor Check-in erscheinen. Und also vor Abflug zum Check-in, so ist es korrekt. Rückkehrer sollten natürlich auch sich seelisch auf Wartezeiten am Band einrichten. Und jetzt kommt die Erklärung vom Fraport-Manager Alexander Laukenmann. Und zwar sagt der Herr Laukenmann, wir freuen uns, dass die Menschen wieder in Urlaub fliegen. Der dynamische Verkehrsanstieg stellt uns aber weiterhin vor große Herausforderungen. Ja, no joke, man. Und dazu gehört die Möglichkeit, das Gepäck am Vorabend aufzugeben. Das wäre etwas, um es dann natürlich einfacher zu gestalten. Und das Handgepäck logischerweise für Kontrollen vorzubereiten. Es gab vor allem bei den, Bodenabfertigungsdiensten Probleme, weil da gerade die Personaldecke sehr, sehr dünn ist. Lufthansa hat ja schon alleine deshalb die Flüge gestrichen. Sie selber haben ja auch kein Personal bei Lufthansa. Also insofern da ganz einfach locker weiteratmen. So ist es halt, bringt Geduld mit, seid gnädig mit den Leuten, seid dankbar, dass die Leute überhaupt zum Job kommen. London Heathrow, halb so groß wie Frankfurt, in Anführungsstrichen, wenn man nach Passagierzahlen geht. Hatte auch was Interessantes. Ich habe ja die Bilder reingestellt. Ihr seht ja auch die Bilder überall, was in London an Gepäck rumsteht. Leute haben sich irgendwie auch Boardingpässe geholt, also Flüge gekauft, die sie eigentlich gar nicht wahrnehmen wollten, nur um ihr Gepäck zu holen. Einer hat auch auf Facebook und YouTube irgendwie sowas gepostet, dass er da Gepäck gesehen hätte, was schon 6 Wochen da steht, zumindest wenn man dem Label glauben kann. Aber Delta hat jetzt einen Airbus A330-200 nach London Heathrow geschickt. Und zwar einfach, um Gepäck abzuholen. Krass, oder? Also 1000 Gepäckstücke sollen ungefähr mitgekommen sein in dem Flieger. Ich weiß jetzt nicht, ob die auf die Sitze gestellt haben, angeschnallt haben, unten die Belly voll gemacht haben. Aber zumindest ist es halt einfach so, dass jetzt damit massiv angefangen wird, Gepäck zurückzugeben an die Kunden. Das ist ja auch richtig so. Weiter geht es in London mit Emirates. Ja, Emirates ist,
ist auf der Palme. Und zwar ganz einfach nicht in Dubai auf der Palme, sondern man sagt ganz einfach, eine Obergrenze für Passagiere einzuführen, das ist völlig unsinnig, unverantwortlich. Und wir weisen diese Forderung zurück. Und Heathrow hat lediglich 36 Stunden gegeben, um die Anforderungen im Flugplan umzusetzen. Nicht nur wurde in ihrer Kommunikation die genaue Zahl der Flüge diktiert, von denen wir zahlende Passagiere rauswerfen sollen, sondern auch mit juristischen Schritten bei Nichteinhaltung gedroht. Heißt also, in Heathrow kommt es jetzt zum Meltdown. Und es ist natürlich so, dass da permanent alles nicht läuft. Aber das ist jetzt natürlich ein Riesenproblem, weil Emirates jetzt mit diesen 100.000 Passagieren pro Tag ein Riesenproblem hat. Die haben Flüge verkauft und sollen dann die Leute nicht mitnehmen. Was passiert denn, dass viele Kunden in Dubai sind ja Connecting Passengers. Das heißt also, sollen wir die dann schon in Bangkok stehen lassen oder in Tokio? So zumindest stelle ich mir das vor, wie es in Dubai im Headquarter rumläuft, die Aussagen. Und Lufthansa reagiert etwas anders. Die Fluggesellschaften der Lufthansa Group arbeiten eng mit all von unseren angeflogenen oder bedienten Flughäfen zusammen, um einen möglichst stabilen und zuverlässigen Flugbetrieb zu gewährleisten, teilte der Konzern auf Anfrage mit. Deshalb haben wir keine Verkaufsquote und Einschränkungen verhängt. Wahrscheinlich, weil man auch gar nicht so viele hat. Aber was soll man machen? Lufthansa hat hier E-Flüge gestrichen und ich glaube, dass da die London-Flüge auch mit betroffen sind. Aber was würdet ihr als Emirates Airlines machen? Würdet ihr sagen, hey, hurra, wir schicken euch, ich glaube, 5 sind das Flugzeuge pro Tag, in Spitzenzeiten ja sogar mehr, und nimmt das einfach so hin? Oder was würdet ihr dann so machen? Was man beim Bodenpersonal gemacht hat und bei der Verdi, ist es einfach so, dass die 20.000 Beschäftigten gesagt haben, nö, man möchte das nicht. Man hat den Vertrag als oder den Vorschlag der Lufthansa als unzureichend abgelehnt. Und zwar insofern ist es so, nach Gewerkschaftsauskunft ist es so, dass in Hamburg bei der Veranstaltung gesagt worden ist, Festbeträge und eine abgebnisbedingte Komponente sei beinhaltet. Man fordert aber 12 Monate Laufzeit und 9,5%. Wenn man sich dann die Erklärung der Verhandlungsführerin und der Vizevorsitzenden von Verdi anhört, Christina Behle, dieses Angebot gleicht nicht annähernd die Inflation aus. Angesichts der aktuellen Preisgestaltung würde für uns, für die Beschäftigten, einen deutschen Reallohnverlust bedeuten. Ja, das kann ich verstehen. Das ist so. So ist das mit der Lohnpreisspirale. Und die Gewerkschaft will halt bei einer Laufzeit von 12 Monaten die unteren Lohngruppen besonders versorgen. Und das müssen mindestens 350 Euro betragen. Denn gerade die unteren Lohngruppen sind natürlich da betroffen von den Preissteigerungen. Was soll man noch dazu sagen? Mindestlohn ist halt 12 Euro, aber man möchte halt auch deutlich über diese 12 Euro tippen. Dann geht es weiter mit Hyatt, World of Hyatt. Man hat ein neues Angebot, was bis zum 15. Oktober gilt. Und zwar in den teilnehmenden MGM Resorts, New York, New York, Excalibur, Nomaden, Luxor, Park MGM, Delano Signature, Vidara, Bellagio, MGM Grand, Mandalay Bay, Aria. Ich hoffe, ich habe keins vergessen. Doch, ich habe eins vergessen. Mirage? Ja, Mirage hatte ich vergessen. Auf jeden Fall, so sieht das aus. Da gibt es halt die Promotion. Bei der Promotion ist es so, man bekommt doppelte Punkte, 5 Base Points plus 5 Bonuspunkte. Und man muss sich halt während der Angebotszeit registrieren für diese Promotion. Man muss natürlich gucken, dass diese Angebote natürlich relativ teuer sein können über Hyatt.com oder sonst was. Aber so ist es halt so, dass man zumindest Punkte bekommt. Dann haben wir noch die Dealzone für euch. Da muss ich einmal kurz klicken und dann haben wir es auch schon mit der Lot nach New York in der Business Class. Und zwar ist es so, das ist eine Buchungsklasse F. Und diese Buchungsklasse F bei der Lot ist halt einfach so, der Business Fare, der SkyTeam Airlines sind auch natürlich preislich im Kampf. Aber so ein Preiskrieg ist nicht schlecht für uns, zumindest weil man da billige Preise hat. Und zwar ist es so, man darf halt mindestens nur man darf erst zurückfliegen, wenn man 6 Tage da gewesen ist oder von Samstag auf Sonntag eine Nacht dort verbracht hat.
relativ wenige Restriktionen. Preis sollte ich auch noch nennen, 1250 Euro. So, das war die heutige Sendung. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequency Traveler TV Takeoff, eurer täglichen Dosis von mehr Meilen, mehr Punkte, mehr Status und Aviation News. Was soll ich noch sagen? Abonniert den Kanal, Glocke an, Like da lassen, kommentieren. Wir sehen uns morgen wieder zur nächsten Ausgabe von Frequent Traveler TV. Bis dann. Ciao.